Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und ja, so eine kleine Info. Und zwar ist es Weihnachten und wie ihr seht, schneit es in GTA 5 Online. Ja, ich finde es richtig geil. Es gibt auch ein paar neue Features. Die kann ich euch mal kurz zeigen. Ja, es schneit in GTA, das ist mal was Neues. So, ich markiere kurz mal der Waffenladen. Wo ist denn der? Waffenladen, Waffenladen, Waffenladen. Wo ist denn hier der Waffenladen, Alter? Wenn es schon wieder so losgeht, das ist eine kleine Info. Ich bin ja jetzt eine Weile ja nicht. Es kommen jetzt im Moment keine Folge, weil ja jetzt Weihnachten ist. Und ja, wollt euch noch ein bisschen zeigen, wie es hier so in GTA Online ist. Natürlich ist die Lobby fast voll mit 26 Spielern. Natürlich eine öffentliche und wie ihr seht, es ist richtig geil, es schneit. GTA. Das ist ein, ja, komm gleich, ist ein Twitch-Streamer. Ich zeig euch jetzt mal, was es Neues gibt. Und ja, dann schauen wir mal. Oh, die bremsen. Ja, man merkt, sobald, wenn das Wetter sich umschlagt, seht ihr, das bremst nicht so gut. So. Es ist richtig geil, es schneit und die Wetterverhältnisse sind richtig gut. Man merkt, wenn man bremst, man braucht richtig lang zum Stehen. Weg. Es ist richtig geil, es schneit in GTA, ne? Nicht schlecht. Es ist von einem Update gekommen. Wie das Update genau heißt, weiß ich jetzt gerade nicht. Und dann schauen wir uns mal bis... Schon mal was gehört von Vorfahrt. Oh, Alter, das rutscht richtig. So. Wie es aussieht, drei. Geil, ja. Schneid in GTA. Ja, dann gucken wir mal, was es Neues gibt. Hallöchen, junger Mann. So. Na komm. Ah, guck mal, was es hier gibt. Kriegsbeil gibt's hier. Und die Lenk... Die Lenkraketenwerfer. Oh. Was gibt's hier noch? Ich kauf mal das Neue da. Fast kein Geld, aber scheiß drauf. Guck mal, was gibt's hier noch? Hammer. Gibt's hier irgendwas Neues noch so? Der Rest habe ich ja schon alles. Now don't get too crazy with that, you hear? Jo. Dann holen wir mal unser Auto. So. Mal gucken, ob es irgendwas Neues gibt. Nehmen wir mal den Mechaniker. Und schauen wir mal kurz neu. Ob es irgendwie noch neue Futures gibt. Nehmen wir mal der hier. Bring ich vorbei. Okay, mach das. Mit dieser Schrottkarre will ich nicht fahren. Ich markiere schon mal das Ding. Lost Customs. Ja. Ach, das ist gerade drüber gespawnt. Okay. Dann fahren wir mal mit unserem Auto dahin. Mit dem Käfle. Ba. Ein Elektroauto, also nicht wundern. Fahre ein bisschen langsamer. Weil es ziemlich ruschig kommt, wenn man beschleunigt und bremst, braucht man eine Weile, bis man steht. Und mal gucken, was uns so erwartet. Ob es irgendwas Neues gibt. Das ist hauptsächlich für die GTA 5 PS4 Update gekommen.
So, mal gucken, ob es irgendwas Neues gibt. Bin echt gespannt. Hupe, gibt's eine neue. Was? Do, Re, Mi. Gibt's aber nichts Neues. Alles klar. Okay, mal gucken, was gibt's hier noch so? Motorhaube, gibt's irgendwie neue? Nee, anscheinend nicht. Reifen? Reifenzubehör? Kaufe nix. Was? Reifenzubehör? Braune Reifen, Alter. Fenster? Gibt's auch keine? Oh, guck mal, sogar der Schnee bleibt richtig kleben am Auto. Ja, sonst habe ich nichts Großartiges. Jo, dann würde ich sagen... Ja, das war das kleine Update zu diesem... Dingsbums da. Zu diesem Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da oder schreibt eure Kommentare, wie ihr GTA 5 auf der Next Gen... What the fuck, was macht ihr denn? Auf der Next Gen so findet, weil das hier ist auf der PS4. Weihnachtsupdates passen zu Weihnachten. Ja, und da würde ich sagen, jo, haut rein. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Sony Styles Gaming. Tschüssi Lee.